Ja, hallo. Ich werde in das heutige Video von allem ein bisschen reinpacken. Zunächst geht es mir um eine ganz wichtige Sache. Wir kommunizieren hier in diesen Videos zu den Themen NWO und Maya-Kalender und verschiedenen anderen Dingen, die man alle unter diesem Oberbegriff NWO zusammenfassen kann. Kommunizieren wir die Informationen. Die Informationen werden im Laufe der Zeit immer detaillierter. Für mich werden sie das zumindest. Ich bin mit diesem Thema Anfang diesen Jahres das erste Mal richtig konfrontiert worden. Ich meine, einige Jahre zuvor aufgrund meines Lebens schon, aber dass ich jetzt hier gesessen habe und mir Videos angeguckt habe zu diesem Thema und mich wirklich interessiert habe und mit Interesse und Konzentration mir dann auch Informationsquellen angesehen habe, das hat also in der Tat erst dieses Jahr stattgefunden. Ja, und seitdem sind dann diese ganzen Videos entstanden, die ich hier gemacht habe. Ich glaube, es sind jetzt an der Zahl 50. Es war am Anfang nur ein Experiment. Ich habe da eine positive Resonanz bekommen von einigen Leuten. Und ich denke, dafür hat sich das gelohnt. Und okay, ich schweife schon wieder zu weit ab. Ich will jetzt auf meinen Punkt kommen. Mein Punkt ist der, ich vermisse eins. Ich vermisse die Lösung. Ja, wir können noch weiter ins Detail gehen. Wie giftig beispielsweise jetzt die Impfung gegen die Schweinegrippe ist. Wir können uns darüber unterhalten, welche Virenstämme dort miteinander gekreuzt wurden, was für eine Art Hybrid dort erstellt wurde und warum der Ex Behälter bei dem Transport explodiert ist und wie es Pharma Baxter schaffen konnte, das Ganze als einen Unfall zu deklarieren. Aber das alles hilft uns nichts weiter. Weil zwischenzeitlich ich habe ja vor einem Monat schon ein Video dazu gemacht, ist Griechenland dazu übergegangen, jetzt im September bei Vervollständigung der Impfeinheiten zur Zwangsimpfung überzugehen. Ja? Das heißt also, die Bewohner von Griechenland werden sich jetzt oder befinden sich jetzt seit einem Monat in der Situation, dass sie gezwungen werden, diese Impfung einzunehmen, ob sie es denn möchten oder nicht. Und die WHO hat Pandemiestufe 6, wenn mich nicht alles täuscht, ausgesprochen. Das ist die höchste Pandemiestufe. Ich glaube, ich befürchte, dass die deutschen Behörden einen Weg finden werden, wenn nicht jetzt in der kommenden Grippewelle, die ja jedes Jahr üblicherweise im Herbst ausbricht, kommen wird, dann aber spätestens zur zweiten Grippewelle, nämlich im März. Abhängig davon, wie groß der öffentliche Druck wird von denjenigen Leuten, die Informationen darüber haben, dass da halt eben Mist gebaut wird. Das heißt also, zum einen müssten wir eigentlich als Lösung, ja, müssten wir zum einen den öffentlichen Druck verstärken. Ich habe zum Beispiel letztens der Tagesschau-Redaktion lange E-Mail geschrieben. Ich habe die gefragt, warum berichtet ihr nicht darüber und darüber und darüber und darüber? Wieso verschweigt ihr das und das? Und wieso stellt ihr in dem Bericht die Dinge so und so dar? Also ich habe ein paar unbequeme Fragen gestellt. Und ich habe halt eben auf Themen hingewiesen, wie zum Beispiel jetzt hier diese Geschichte mit der Schweinegrippe. Und ich meine, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass die Impfung an und für sich eigentlich gar keine Impfung ist, kommt hinzu, dass es einige Hinweise darauf gibt, dass die Impfung auch dazu verwendet wird, um gleichzeitig den Chip zu implantieren. Es ist technisch kein Problem. Bitte denkt nicht, das wäre jetzt hier irgendeine Science-Fiction, die ich euch erzähle. Es ist technisch absolut machbar. Soweit ich weiß, hat eine japanische Firma das Patent darauf. Den Chip gibt es. Ja? Also im Grunde genommen ist es eine Spritze mit einer etwas dickeren Kanüle. Ich weiß gar noch nicht einmal, ob die Kanüle etwas dicker sein muss. Ich weiß halt nur, dass es diesen Chip in dieser Größenordnung schon gibt, der, wenn er einmal im Körper ist, nicht mehr aus dem Körper herauszuholen ist und der dort als nanotechnologisches Element, welches wir dann in uns aufgenommen haben, alles Mögliche verursachen kann, bis hin zum Tod, und das wird auch von einigen Leuten befürchtet. Gut, darüber habe ich keine Informationen. Ich möchte jetzt auch nicht so weit gehen. Ich persönlich vermute das. Ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Aber das ist jetzt momentan nicht der Punkt. Der Punkt ist der, was machen wir, wenn wir in 2 Monaten, 3 Monaten oder aber vielleicht auch in einem halben Jahr irgendwann morgens aufwachen, die Tür aufmachen, unseren Briefkasten öffnen und darin liegt eine Vorladung vom Gesundheitsamt mit der Bitte, doch mal bitte vorbeizukommen, um sich impfen zu lassen. Und diese Bitte wird dann unten durch einen Paragraphen etwas verstärkt, der einem dann klar macht, dass man sich strafbar macht, wenn man dieser Bitte nicht entspricht. Ja, was tun wir dann? So, das ist ein Punkt, an dem bekomme ich regelmäßig mein Blackout. Weil man denkt es durch, aber da gibt es nichts mehr zu durchdenken. Ja, also man bekommt eine Vorladung von einer offiziellen Behörde wie dem Gesundheitsamt und wenn man dem nicht Folge leistet, macht man sich automatisch strafbar nach den Pandemie-Gesetzgebungen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die richtige Bezeichnung gewählt habe. Und in dem Moment wird automatisch die Exekutive auf den Plan gerufen und tja, dann hat man es mit der Polizei zu tun. Und welche Möglichkeiten die Polizei hat, uns ausfindig zu machen, ja, darüber brauche ich jetzt nichts zu sagen. Also jeder trägt ein Handy bei sich, solange das Handy an ist, Ortung, überhaupt kein Problem. Jeder hat eine Kreditkarte bei sich, sobald die benutzt wird, Bewegungsprofil schon da. Im Grunde genommen tragen wir so viel Technik, so viel Elektronik an uns, die jederzeit umfunktioniert werden kann in ein Tracing-Mittel. Es dürfte kein großes Problem sein, eine ganz, ganz große Menge an Impfverweigerern direkt ausfindig zu machen, weil sie einfach Kardinalfehler begehen werden. So, und die andere Hälfte, die diese Kardinalfehler nicht begeht, die muss sich dann Gedanken darüber machen, ja, wie geht's dann weiter? Ein Leben in der Illegalität, ein Leben jenseits der Gesellschaft, ein Leben im Untergrund. Was soll denn geschehen? Das ist eine Sache, da zerbreche ich mir wirklich den Kopf, weil zum einen, ich habe festgestellt, dass trotz Alex Jones und ich weiß nicht, wie viele Leute noch in Amerika und überall auf der Welt auf der Trommel rumgetrommelt haben und zum Teil aber auch wirklich sehr gute Filme dazu gemacht haben, es sind auch viele Leute aufgewacht, mag sein, aber es hat sich doch im Wesentlichen nichts verändert. Es hat sich im Wesentlichen nichts verändert. Die NWO zieht ihr Programm mit Supersonic Speed durch, ja, und wir debattieren über das, was die vor 200 Jahren geplant haben. Ja, das, was die vor 200 Jahren was sie vor 200 Jahren geplant haben, darüber sitzen wir hier heute und diskutieren im Detail, ob dieses oder jene Detail vielleicht richtiger ist oder das andere vielleicht mehr Gewichtung erhält, ob diese oder jene Gruppe die dominierende ist, wer denn nun tatsächlich die Macht hat. Das ist alles unwichtig. Das Einzige, was wichtig ist, wie kriegen wir in Anbetracht der momentanen Situation, und es sieht momentan so aus, als ob diese Leute den Takeover gerade vollziehen. Ja, also wenn ich sehe, was momentan in den USA los ist und ich schaue mir jeden Tag Videos auf Englisch an und ich kann euch sagen, da geht momentan die Post ab. Aber richtig, ja. Das, was da momentan passiert, das ist hier zuletzt 1933 passiert. Und den Leuten wird es langsam bewusst, es geht dort wirklich die Post ab. Ja? Also, aber es ist halt eben nur auf bestimmten Videos an diejenigen Leute, die bei mir im Chan, die mit mir befreundet sind durch den Chan, verschicke ich diese Videos auch. Ich kann sie nicht an alle schicken, aber es gibt sie und es gibt tatsächlich die Post ab. Natürlich kommt das hier nicht in den Nachrichten. Ja? Es kommt hier auch nicht in den Nachrichten, dass in Argentinien beispielsweise gestern geschossen wurde. In Argentinien herrscht momentan offener Bürgerkrieg, zumindest an einigen Orten. Ja? Und es droht sich auszuweiten. Das alles hat mit der Finanzkrise zu tun. Ja? Ich stehe auch mit einem argentinischen Journalisten in Verbindung, der mir auch immer wieder Videos schickt, der mir auch die Lage dort drüben beschreibt. Es geht ab. Ja, und wir können darüber diskutieren, wie was wo abgeht, aber wir sollten jetzt mal langsam anfangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie kriegen wir unseren Arsch ins Trockene. Und da muss ich ehrlich eingestehen, fällt mir momentan noch nicht sehr viel zu ein. Ja. Ich werde weitere Videos zu machen. Stay in tune.